Herzlich willkommen hier bei Probieren über Studieren. Wir haben uns gedacht, dass ich heute den ganzen Tag nur Ja sage. Ich bin der Jason. Ja, ich bin Maya und ich werde einfach heute den ganzen Tag mal Nein sagen zu allem. Ja, wir haben uns dabei gedacht, dass wir mal gucken, wie so die Unterschiede sind. Und ich glaube, damit fangen wir jetzt auch mal an, oder? Ja. Ich dachte, du sagst nur Nein. Okay, ja, wir gehen jetzt, glaube ich, mal erstmal zu Schneiders und bestellen da mal was. Ich habe ein bisschen Hunger. Und ja, dann gehen wir jetzt mal los, oder? Hallo. Was darf sein? Ich glaube, ich würde mal eine Nussecke nehmen. Eine Nussecke? Ja. Gerne. Zum Mitnehmen oder möchtest du die hier essen? Ja. Ich glaube, ich esse die hier. Ja? Ja. Gerne. Was darf ich Ihnen zu trinken dazu anbieten? Ja, Kaffee, Milch? Ja, ich nehme Kaffee. Oder eher was Kaltes bei den Temperaturen heute? Ich nehme Kaffee, ja. Einen Kaffee? Ja. Gerne. So, kommt da noch was zu für Sie? Ja, ich denke schon. Ich hätte gerne eine Nussecke. Möchten Sie die mitnehmen oder hier essen? Mitnehmen. Was bekommen Sie noch dazu? Das war's. Ja, erzähl mal, wie war dein Bestello? Mein Bestello war nicht sehr spektakulär. Nee? Hast nicht so viel bekommen? Nein. Wie du siehst. Ja, dann gönn dir mal. Was soll ich denn zuerst essen? Die Nussecke? Nein. Nein? Nein. Und den Presselbergkuchen? Nein. Nein, auch nicht. Nein. Kann ich den Kaffee trinken? Auch nicht. Mach ich aber jetzt einfach. Ich hab schon ein bisschen Durst. Schmeckt schon ganz gut. Oder nicht? Ja, schmeckt gut. Nein, schmeckt gut. Nein, schmeckt gut. Gut. Ich wollte gerade zur Uni, aber ich habe noch 10 Minuten. Habt ihr Bock auf ein Eis? Ja, oder? Nein. Nein? Also nein. Ich schon. Okay, ja. Dann lass uns gehen. Ja, okay. Und jetzt? Dein sieht schon lecker aus. Ja. Können wir vielleicht tauschen? Ja, ja. Okay. Ja. Hallöchen. Hallo. Sag mal, ich hab dich von da hinten gesehen. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du aussiehst wie eine Schauspielerin? Nein. Nein? Das kann doch nicht das erste Mal sein. Nein. Würdest du gerne mal in einem Film mitspielen? Nein. Bist du sicher? Nein. Wieso nicht? Jemand, der so hübsch ist wie du, der muss vor die Kamera. Nein, ich denke nicht. Soll ich gehen? Nein. Die 5 Kugeln Eis waren echt mega lecker. Oh, waren sie das? Ja. Eigentlich könnte ich jetzt noch zur Uni gehen, aber ich kann auch eigentlich direkt zum Vorgehen gehen. Hättest du Bock mitzukommen? Ja, doch schon. Ja? Klar, da sage ich nicht nein. Geil, cool. Hallo, ist ja gut. Hallo. Einmal durch da vorne. Hi. Einmal durch.
Schöne Lampe. Lampe ist geil. Hallo. Hi. Hi. Hi, das ist Jason. Hi. 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 Kann ich euch ein Bier anbieten? Ja, gerne. Ja. Dankeschön. Oh, danke. So. Ihr Lieben, ja, Prüstchen, würde ich doch mal sagen. Ne? Cheers. Cheers. Ich wollte euch von der Jam-Session erklären. Nein, ich wollte euch von der Jam-Session erklären. Nein, ja, hallo. Hallo Jason. Ich wollte mal fragen, was bei dir so geht. Bei mir geht nämlich gar nichts. Wir sind hier gerade, also Wiebke und ich, auf dem Weg zum Vorglühen. Und danach gehen wir wahrscheinlich feiern. Okay, hört sich gut an. Ja, ich würde jetzt auch einfach mal sagen, dass du jetzt auch hier hinkommst. Okay, mache ich. Wo denn? Dann komme ich da hin. Ich schicke dir einfach den Standort, wir sind schon da. Gut, bis dann. Ciao. Das war Maya, bei der geht nicht so viel gerade. Und ich habe einfach mal gesagt, dass sie auch hier hinkommen kann. Ich hoffe, das ist okay. Ja, klar. Willkommen. Wann kommt die denn? Die müsste jetzt gleich ankommen. Dauert nicht so lange. Schmeckt der Wein? Ja, das ist ein Englisch. Das Tabel ist das Mädchen. Nein, das ist ein Mickey-Buch. 299. Ich bin eh nicht so der Ausreißer. Ich mag aber ich will nicht müssen. Hallo, du bist die Maya. Ja. Komm rein, wir sitzen alle irgendwo da hinten. Genau. Da komme ich doch mal direkt mit. Hi. Das ist Maya. Hi, Maya. Ja, hi. Also wir sind am Ende des Tages angelangt und auch am Ende unseres Selbstexperimentes. Und ja, ich berichte einfach mal von dem, was ich so erlebt habe. Ich habe ja den ganzen Tag ja gesagt und habe, glaube ich, mehr erlebt als du. Ich gehe einfach mal davon aus. Auf jeden Fall habe ich mehr bestellt als du. Und ja, also es war sehr interessant. Ich glaube, ich hätte Sachen nicht erlebt, wenn ich nicht dazu gezwungen wäre, ja zu sagen. Aber ja, ich bin eigentlich auch damit zufrieden. Ich fand den Tag eigentlich schön. Ich glaube, man sollte öfter mal ja im Leben sagen. Das denke ich auch, denn mein Tag war vor allem einsam, als ich stehen gelassen wurde, nachdem ihr zum Eisessen weggegangen seid. Und ich später von Leuten angequatscht wurde und die aber dann abweisen musste, weil ich deren Fragen nur mit Nein beantworten konnte. Ja, es war trostlos und ich hätte, glaube ich, schon lieber öfter ja gesagt, zum Beispiel zu dem Eis. Ja, dann, das war's von uns und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Gucken und wir sehen uns in der nächsten Folge. Freut euch drauf.